Es ist enorm wichtig, dass du dir im Leben, wenn du weiterkommen möchtest, wenn du dich auf den Weg zu deinem Herzen begeben möchtest, dir auch die richtigen Fragen stellst. Hallo, ich grüße dich erstmal hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Irmgard. Schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ja, warum ist es so wichtig, dass du dir die richtigen Fragen stellst? Weil unser Unterbewusstsein oder unser Gehirn immer entsprechende Antworten uns liefert, entsprechend der Fragen, die wir uns stellen. Das ist ganz genauso wie beim Navigationssystem. Wenn ich da ein Ziel einstelle und mich ins Auto hocke, dann navigiert dieses System mich zu meinem Ziel. Und wenn ich mir insgeheim, wir sind ja ständig in so einer stillen Kommunikation mit uns selbst, wenn ich mir da entsprechende Fragen stelle und dann sorgt mein Gehirn, mein Unterbewusstsein dafür, dass ich die entsprechenden Antworten bekomme. Beispiel. Wenn der Monat länger dauert als das Geld, ein heikles Thema für viele, war für mich früher auch eben ein großes Thema, und ich stelle mir die Frage, wie schaffe ich es, diesen Monat irgendwie über die Runden zu kommen? Das ist ja dann oft so eine Spirale, in der ich mich befinde. Dann wird mein Unterbewusstsein, mein Gehirn, welchen Namen man dieser Instanz, dieser Energie, die uns da leitet, auch immer geben möchte, uns Möglichkeiten offerieren, wie wir irgendwie über die Runden kommen, Monat für Monat. Wenn ich mir aber die Frage stelle, wie kann ich mehr Einkommen erzielen, wie kann ich mehr auf den Weg meines Herzens kommen, wie kann ich zu meiner Berufung finden, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, welche Gaben, welche Stärken, welches Potenzial steckt in mir, das gelebt werden möchte und wie kann ich da ein höheres Einkommen draus erzielen, dann wird auch da das Gehirn, das Universum, mich entsprechend lenken und es werden mir Möglichkeiten und Varianten einfach offeriert. Wenn ich mich in einem Job befinde, der mich überhaupt nicht erfüllt und ich montags schon daran denke, wie schaffe ich diese Woche hier jetzt am besten hinter mich zu bringen und freue mich aufs Wochenende, dass ich endlich mal etwas tun kann, was mich nicht Energie kostet, sondern was mir Energie schenkt, dann wird das Unterbewusstsein eben mir Möglichkeiten offerieren, wie ich jetzt auch diese Woche nochmal auf bestem Weg einfach über die Runden bringe. Wenn ich mich aber, und da greifen nochmal die Fragen von eben, frage, wie kann ich meine Berufung finden? Wie kann ich dem Weg meines Herzens folgen? Was sind überhaupt meine Gaben, meine Potenziale? Dann werde ich auch da Antworten bekommen. Was kann ich heute noch tun, um mehr zu meiner Berufung zu finden oder was macht mir überhaupt Freude? Die andere Variante, wenn ich Disharmonien habe, sprich Krankheitssymptome, statt mich zu fragen, warum habe ich jetzt schon wieder Schnupfen, warum habe ich jetzt schon wieder Fieber, warum habe ich jetzt schon wieder Magenschmerzen, warum habe ich jetzt schon wieder Zahnschmerzen, warum habe ich Zähneknirschen, egal welche Disharmonie der Körper mir schickt, kann ich mich fragen, welche Botschaft steckt dahinter? Wie kann ich diese Ursache, diese Botschaft, die dahinter sich verbirgt, auflösen, in die Heilung bringen? Wie kann ich so meinen Zähnen dabei helfen, heil zu werden, dass die Ursache aufgehoben ist, dass diese Botschaft nicht das Universum mir wieder schicken muss? Wie kann ich oder welche Botschaft verbirgt sich hinter diesem Thema, dass ich jetzt schon wieder Schnupfen habe, dass ich schon wieder die Nase voll habe? Von was habe ich die Nase voll in meinem Leben? Wo gehe ich nicht auf den Weg meines Herzens? Oder auch ein anderes klassisches Beispiel, Kopfschmerzen und Migräne. Statt mich zu fragen, warum habe ich jetzt schon wieder Migräne? Ich armes Würstchen, so nach dem Motto. Wie kann ich meine Migräne in die Heilung bringen oder wie kann ich die Ursache, die sich dahinter verbirgt, in die Heilung bringen, damit mein Körper, meine Seele keinen Grund hat mehr, wieder Migräne oder Kopfschmerzen zu schicken. Also das funktioniert immer aufgrund von Frage und Antwort wie ein Navigationssystem. Und deshalb ist es so wichtig, sich die richtigen Fragen zu stellen. Wie kann ich ein höheres Einkommen im Monat erzielen? Wie kann ich das Thema, das sich hinter der Migräne verbirgt, in die Heilung bringen? Wie kann ich auf dem Weg zu mir selbst, zu meinem Herzen finden? Wie kann ich zu meiner Berufung finden? Wie kann ich meine Gaben, meine Potenziale eine Chance geben, sich zur Entfaltung zu bringen? Und dann wird das Universum auch sagen, dein Wunsch ist mir Befehl und mir bzw. dir dann in dem Falle entsprechende Möglichkeiten offerieren. Probier's aus, ich wünsche dir mega viel Erfolg dabei
und danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein heute, für dein Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Eine herzliche Umarmung zu dir, deine Irmgard.